Ja, das ist also die Summary. Sie haben eine kleine Einführung in lineare Algebra bekommen mit den Parallelen in der Python-Programmierung. Da muss man so ein bisschen aufpassen, das hatten wir gesehen. Und als Beispiel hatten wir Fisher's Iris Data, um halt so Begriffe wie Merkmale und Labels und sowas zu klären. Und zum Schluss haben wir uns noch angeguckt, wie man selber Daten reinladen kann. So, beim nächsten Mal, eigentlich wollte ich das heute schon machen, aber eigentlich, das war dann so interessant mit Word, dass man das mit Word machen kann und mit Excel, dass ich das Ihnen unbedingt zeigen wollte. Beim nächsten Mal mache ich eine ganze Vorlesung zum Thema Visualisierung. Ja, wie man dann jetzt also sich diese Iris-Daten irgendwie visualisieren kann. Ja, dass man nicht nur diese Tabellen mit Zahlen hat, sondern wie man das auch irgendwie mit Scatterplot oder mit irgendwelchen anderen Plots sich angucken kann. Ja, das wird es also beim nächsten Mal geben.